Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Origins. Das letzte Mal haben wir angefangen, uns hier mit Jukenteig umzusehen. Oder wir sind eigentlich fast fertig mit Umsehen, um genau zu sein. Da hinten lang. Und wie gesagt, ich räume ihn halt noch gerade komplett auf, töte alles, was tötbar ist. Und hier geht's halt nicht weiter. Mal sehen. Das ist da, wo wir eben nicht lang gegangen sind. Gut zu wissen. Richtig hier, ja. was wollte ich sagen? Naja, wir töten alles, was noch tötbar ist, für ein bisschen Erfahrung. Und dann mal sehen, was wir dann so anstellen. Weil als nächstes können wir dann ja nach Caradons Kreuzung. Hier haben wir zumindest mal wieder ein paar normale dunkle Blut. Zwei! Ernsthaft? Da muss ich ihr jetzt wirklich mal einen Kampfrausch anwerfen. So. Der ist tot. Da war irgendwo ein Magier. Hier. Warum bewegst du dich gerade nicht? Willst du mich etwa verarschen? So. Das Gute ist, dass die Standard... Win... Was machst du? Machst du überhaupt irgendwas? So. Der ist aber tot. Hinten... Unheilig. Gut. Das hier ist jetzt Lilianas Ding. Auf Orkfen muss ich aufpassen. Sonst ist der nämlich auch gleich nicht mehr. Kein Problem. So. Junge, weg mit dir. Und alle Jungs sind tot. Also, was haben wir denn? Oh, eine Kiste. Natürlich. Roter Stahl. Ich bin irgendwie aus dem Level raus. Das sollte kein Problem sein. Ein Wundumschlag. So als gut. Ersatz für das, was Orkron verbraucht hat. Schon unterwegs? Großer Schild der dunklen Brut. Ja. Könnte besser sein. Hier lang. Das Problem ist halt, Ausrüstung der dunklen Brut gibt dir meistens einen Malus auf deine Attribute. Deswegen ist das halt irgendwie außen vor. Oh, da hinten waren wir. Hat auf der Karte halt so ausgesehen, als wäre da noch gar nichts abgeschlossen. Aber dann verpisse ich mich mal von hier. Und dann gehen wir in den nächsten Dungeon rein. Oder eher in den nächsten Abschnitt der tiefen Wege. Bin ich richtig? Ja, ich bin. Das ist halt immer so, wo geht's hier hin? So, Caradons Kreuzung. Wenn es der erste ist. Oder nee, ist er noch nicht. Wir müssen ja in den Ortenteig. Komm schon, lauf schneller. So. Hier Caradons Kreuzung. Eine nach dem alten Paragon-Schmied benannte Kreuzung in den tiefen Wegen. Das Lustige ist ja, wir müssen jetzt dafür erst nach Orsemar zurückkehren. Anstatt, dass wir einen der anderen Wege nehmen. Caradons Kreuzung. Unglaublich, dass Harrowmont diesen Ort tatsächlich gefunden hat. Das hier war einst eine der größten Kreuzungen des Alten Reichs. Von hier aus kam man überall hin, auch zum Ortenteig. Was ist so wichtig am Ortenteig? Er ist das Zuhause von Caradon, dem Paragon, der den Amboss hergestellt hat. Bevor er sein eigenes Haus gegründet hat, war er ein Orten. Und er hat auch später einen Großteil seiner Zeit in ihrem Teig verbracht. Branka war der Meinung, dort hätten sie die größten Chancen, den Amboss zu finden. Wisst ihr sonst noch etwas über den Amboss? Außer Caradon wusste niemand wirklich mehr über ihn, als dass er irgendeine vom Stein gesegnete Macht besaß.
Jeder einzelne Golem, der jemals im Reich gesehen wurde, wurde auf dem Amboss geschmiedet. Aber wie sie genau geschaffen wurden, wusste niemand. Dennoch war sich Branka sicher, sie könnte es herausfinden. Seht ihr schon Spuren von Branka? Noch nicht, aber ihr könnt mir glauben, dass sich das ändert, sobald wir auf dem Weg zum alten Ordenteig sind. Sie war auf dem Weg zu Carradins Zuhause. So, dann gehen wir. Ich warte seit 2 verdammten Jahren darauf, dass jemand das sagt. So, die Wegmarkierung hier. Ja, gut. Können wir nicht einsammeln, aber nun, da wartet schon wer. Wen haben wir denn hier? Ein paar von Harrimons kleinen Lakaien. Zeigen wir ihnen, wer König ist. Ja, ich. Deswegen töte ich euch. So. Nee, nicht du. So. Leider habe ich den anderen hinter mir nicht getroffen. So. Dann prügel ich dich jetzt schnell weg. Weil sie kann gar nicht schnell genug heilen. Und dann nur noch die Söldnerin weghauen. Mal schnell Sturmangriff an. Und Brutality. Dann sind die Schläger weg. Du hast eine Saphir und eine Gesellengesundheitsrune. Gesundheitsrunen wären ja eine Überlegung wert eigentlich. Aber bin ich mir ein bisschen unsicher. Bitte? Oh, ich würde euch eine Rolle geben. Warum nicht? Eine Rolle? Bei jederzeit, vorzugsweise im Dunkeln. Ich sollte mich wohl geschmeichelt fühlen. Ich weiß nicht, ob ich dafür ausreichend ausgestattet bin, aber wenn es euch hilft, sicher. Aha. Orgrim steht also auf etwas reifere Frauen, wie wir gerade gesehen haben. Obwohl, die Sache ist ja, wie alt ist Orgrim? Das ist so bei Zwergen und ihren Gesichtsbärten irgendwie so eine Sache. Die sehen halt alle aus wie 50. Ich vermute mal, dass Orgrim irgendwie, keine Ahnung, Ende 30, 40 oder so ist. Und jetzt kommt meine Erinnerung an den Teig hier gerade zurück und es ist keine angenehme. Hier gibt es nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, eine ganze Menge Brot. Viel mehr als mir eigentlich lieb ist. So. Diesen weggehauen. Ah, du noch. Oh, da haben wir eine Feuerstelle. Das ist der Beginn einer Quest. Und Liliane hat einen Aufstieg. Den wir nicht auswählen können, weil irgendwo noch Feinde aktiv sind. Ah, da. Der eine. Egal, die Falle ist ausgelöst, aber das macht nichts. Weil dafür sind wir stark genug, um dem halt Stand zu halten. Wo seid ihr? Wollte gerade sagen. So. Sie werden gar nicht wissen, was sie. Der eine da. Orkin, ja, du hast ihn erledigt, das ist gut. Und du kannst mir schon mal mit deiner Billigmagie gar nichts ab. Das Schlimme ist nur, so langsam wie der Angriff war, war der Zauber gerade fast komplett voll. Das fände ich ziemlich ungut. So. Dann ist der aber auch weg. Und dann nur noch du. So, komm, steck die Waffe weg. Willst du mir ernsthaft sagen, wegen dem einen da oben? Oh, das ist doch...
Der sieht dich kaum und der kommt auch nicht her. Aber nee. Ich sehe einen Gegner. Du musst den jetzt bekämpfen. Vor allem das Schlimme ist, wenn ich jetzt noch mehr pullen würde, müsste ich gleich für da alles einzusammeln noch übel backtracken. So, aber da das jetzt erledigt ist, Liliana, mal schauen. Mehr Klugheit. Das hier habe ich gar nicht voll. Das ist ja fast schon ein Verbrechen. Wird erledigt. Weil... Das sollte kein Problem sein. Allein schon der meisterhafte Bogenschütze macht so einen extremen Schadensunterschied für Bogenschützen. Da weiß ich ja, dass ich Liliana bei Zeiten vielleicht mal respecken muss. So. Da haben wir einen zerbrochenen Stein. Mehr Lyriumstaub. So. Du und du. Und da ist ja noch der Gesandte von eben übrig. Hey. Und natürlich ein paar Truhen, was das Wichtige ist. Stahl. Was ist das? Level 10? Ah ne, selbst aus Level 10 hatten wir bessere Ausrüstung als Stahl. Und mal noch hier auf die Seite von der Säule. Gibt's hier was? Ne, gibt's nicht. Gut. Hätte ja durchaus sein können, dass wir da auch noch was einsammeln können. Und dann mal über die Brücke. Aber Liliana hat ja da eben eine Falle erwähnt. Nämlich alle die hier. Wird erledigt. Und die wollen wir natürlich auch alle deaktivieren. Immerhin gibt das gute Erfahrung. Orgrin, ernsthaft? Du bist schon wieder am Sterben. Wo ist der eigentlich? Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Irgendwie auf der anderen Seite, wo eigentlich gar keine Gegner mehr waren, aber egal. Orgrin findet den Kampf. Immer und überall. So. Dann aber weg mit euch, Jungs. Oh, das ist schlecht. Das ist ein Kreich, ja. Aha, Orgrin, nicht sterben. Der Nachteil an Kreiche ist halt... wo lauft denn ihr rum? Orgrin Heilung. Also, ich muss, um ihn magisch mit der Kraft meiner Gedanken zu heilen, an ihm stehen. Heil dich selbst. Das wird gleich zu viel werden, als dass ich darauf klarkomme. Das ist ungut. Kampfrausch an. So, mach die normalen Genblocks zuerst. Ah, du hast noch einen Kreicher mitgebracht. Wie nett von dir. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen. Also ernsthaft, das wäre nicht nötig gewesen. Alle sind tot. Wo kamen da hinten die ganzen Schützen her? Alter, du willst mich doch verarschen. Die waren alle eben gar nicht da. Und gut. Schön bedrohlich getroffen. Dann nehme ich mal die Beine in die Hand. Auch wenn das wahrscheinlich nicht so klappen wird, wie ich mir das vorstelle. Das ist einfach so gar nicht gut gelaufen. So. Laufen die mir jetzt echt alle nach? So. Bekämpfe ich dich mal, bis die kommen. Weil Kreicher sind halt ungut. Betäubt. So.
töte den. Ich brauche einen Trank. Der hier ist jetzt zumindest schon mal angeschlagen. Und mit den drei Bogenschützen werde ich auch noch fertig. Aber so wie die mich eben alle umzingelt hatten, wäre das echt gar nichts mehr geworden. Töte ihn. So. Hier, der ist ja schon halb tot. Dann nimm den da. Komm, unfairer Kampf ist unfair. So, der ist tot. Ich nehme mal den Skill, damit der ein bisschen außer Gefecht gesetzt wird. Du wirst mir gerade sagen, dass du weglaufen willst. Ich glaube nicht. So. Der Nächste. Oh, das war so mies. So mies. Aha, und ich muss jetzt scheinbar meine Verbündeten suchen gehen. Gut, fangen wir an. Also. Das sollte kein Problem sein. Egal, sammle ich dazu erstmal jetzt alles ein, was ich getötet habe. Und bis wir bei denen sind, sollte vielleicht mein Health ein bisschen aufgefrischt sein. Und wo geht die Kampfmusik wieder an? Das finde ich gar nicht gut, wenn die angeht. Willst du mir gerade sagen, weil hier ein Genlock rumsteht. Komm, ich schlag den tot. Gut. Da muss ich jetzt wirklich meine Leute suchen gehen. Oh. Da sind zwei. Da hinten ist ein Oger. Ich darf den so gar nicht pullen. Sonst bin ich tot. Ich hab den Oger gepult. Aus 80 Meter Entfernung. Komm, hau den einen weg. Und wie gesagt, ganz schnell geheilt. Und dann können wir den Oger jetzt battlen. Das ist der Gute. Der macht einfach viel zu viel Schaden. Ich mache auch nicht genug Schaden, um ihn zu betäuben. Das ist schon mal sehr ungut. Nein. Ich bin tot. Nee, gut. Seine normalen Schläge machen nicht ansatzweise genug Schaden. Außer wenn er das noch oft macht. Ich musste einen starken Trank nehmen. Weil er mich anders zerschmettert hätte. Komm. Die machen mir, weil ich aus der Animation nicht rauskomme, jetzt wirklich noch mehr Schaden. So. Kommen da jetzt noch mehr von den Kreichern, weil ich habe so ein komisches Grunzen gehört. Komm, weg mit dir. So. Die sollten jetzt endgültig tot sein. So. Dann gehe ich mal gerade auf Sammeltour. Da hinten ist noch ein bisschen Schutt. Aber vor allem da hinten jetzt alles. Weil ich will halt jetzt gleich, bevor ich dann die Aufnahme beendet, speichern. Und ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass der Looten alles halt weg ist. So. Wieder Schrottwaffen, wie gewohnt.
So, die Kreuzungsherumtreiber ist jetzt eine weitere Nebenquest, die wir hiermit so ein bisschen getriggert haben. Das Problem ist jetzt halt natürlich, dass Vin die Verletzung behält, die sie hier halt bekommen hat. Weil ihr Skill, der für uns ja Verletzungen heilt, gilt ja aber halt nicht für sie. Aber an der Stelle egal, ich beende den Part und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins, bei dem Spiel, bei dem wir ziemlich fast sterben.